So, gerade eben ist ein sehr spannender Kampf zwischen David Basiak und Stefan Pütz zu Ende gegangen. Und ich begrüße neben mir David und Jacek, der uns bei der Übersetzung auch helfen wird. David, ich habe gerade schon angesprochen, sehr enger Kampf. In der dritten Runde hat Stefan Pütz sozusagen die entscheidende Runde für sich entscheiden können. Brich uns nochmal kurz den Kampfverlauf aus deiner Sicht. Also jetzt ist schwer zu sagen. Ich muss da den Kampf erstmal sehen. Da kann ich was sagen. Also ja, ich weiß nicht, was ich jetzt sagen soll. Erste Runde, ich denke, ich habe gewonnen. Die zweite war unentschieden. Die dritte Runde hat Stefan gewonnen. Aber wie gesagt, ich muss das nochmal sehen. Und gehen wir mal kurz die Runden durch. Gerade in der ersten, die du auch aus deiner Sicht gewonnen hast, hast du sehr harte Low-Kicks angebracht. Man konnte sehen, sein Bein war gezeichnet. Hättest du überhaupt gedacht, dass Stefan so lange den Standkampf mit dir sucht? Ja, ich wusste, dass der hat selber gesagt, der versucht mit mir erstmal im Stand sich messen. Ich wusste, dass der versucht mich im Stand, K.O. oder keine Ahnung. Ja, aber ich bin im Stand auch, ich fühle mich im Stand stark. Ja. Nun sind ja Low-Kicks eine sehr gute Waffe, um das Bein zu verlangsamen. Hattest du dir auch erhofft, dass du aus den guten Low-Kicks vielleicht Stefan nicht mehr so gut shooten kann und dich zu Boden zu bringen? Also das war mein Plan, die Low Kicks. Aber ja, ich... Viele werden vor dem Kampf gesagt haben, dass du ganz klar im Stand den Vorteil hast und Stefan auf dem Boden. Du hast sehr gute Abwehr gezeigt auf dem Boden mit Kimura und Francesa. Ja. Einmal sogar den Omoplata gehabt. Wie nah warst du aus deiner Sicht davor, Stefan sogar zu submitten? Also wegen Boden, ich habe mit Franco Ortega angefangen, das Training. Ich war ein paar Mal bei Franco, jetzt ich will ja oft mit Franco trainieren. Danke an die Jungs von der Arena Aschaffenburg. Jetzt ich werde bestimmt da öfter da. Und ja, bei mir geht es weiter. Du hast in der Vergangenheit auch häufig im Schwergewicht gekämpft, warst dort auch lange Zeit Nummer 1 in der Ground and Pound Ranking. Jetzt wieder im Halbschwergewicht, also du wechselst ab und zu mal die Gewichtsklasse. Würdest du sagen, Halbschwergewicht ist eher deine Klasse oder wird man dich bald wieder im Schwergewicht sehen? Nein, auf jeden Fall Halbschwergewicht, das ist meine Gewichtsklasse. Ja. Nun hattest du jetzt mit Stefan Pützen mehrfachen Titelträger vor dir, mit Andreas Kaniotakis und Dion Sterling hast du auch schon sehr namhafte Gegner gehabt. Du hast auch in Zukunft weiterhin sehr namhafte Gegner suchen, um dich dort mit den Besten aus Deutschland und vielleicht international zu messen, oder wirst du jetzt erstmal versuchen, ein bisschen, ja, ist sehr laut hier, erstmal jetzt schauen, wie geht es weiter im Halbschwergewicht mit dir? Also ich kämpfe gegen jeden. Das ist mir egal, ob der in Deutschland ist oder im Ausland. Ich liebe diesen Sport, ich werde gegen jeden kämpfen und ja. Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Jacek, danke, dass du uns zur Verfügung standest. Es hat alles sehr gut geklappt. Wenn du noch was am Herzen hast, David, die letzten Worte gehören dir. Also ich wollte erstmal an meine Sponsoren bedanken, an Phantom, an Jungs von MyStylist Race, an meine Familie, meine Kinder, an meine Freunde und ich hoffe, ja. Alles klar, danke schön.